Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich hatte mir ja, wie gesagt, nachdem ich dieses Aniton-Mikrofon-Video, Update-Video gemacht habe, hatte ich mir ja schon Kapseln bestellt. Und zwar 6 Kapseln bei, wo war es denn gleich? Steht es hier? Aber ich habe eine Rechnung hier. Genau, von Reichert Elektronik. Da habe ich mir 6 Stück bestellt, die waren jetzt nicht berauschend teuer. Ja. Und da werde ich auf jeden Fall mal eine von testen. Und der Germany DX hat mir in die Grußbox, ja, in die Kommentare geschrieben. Und er schrieb, die besten Ergebnisse habe ich mit einer Monacor MCE 401 Kapsel erzielt. Das ist die beste und lauteste auf dem Markt. Ja, und die habe ich ebenfalls bestellt. Die ist auch heute aus dem Musikladen gekommen. Und zwar heißt der Musikladen Musikus. Musikus aus der Hildesheimer Straße aus Hannover. Ja, das Kätzchen hat jetzt 4,11 Euro gekostet. Und ja, ist gerade vorhin per Post gekommen. Eben ist es hier, wie gesagt, hier mit dem Käbelchen. Und die hier sind ohne, die muss ich also anlöten, aber wie gesagt, davon habe ich jetzt auch immer schon mal 6 Stück. Ja, das wird natürlich echt ein klasse Bastelabend, ne? Das heißt, ich habe ja auch dem Germany DX versprochen, ich weiß gar nicht, wie du mit Vornamen heißt, vielleicht könntest du den dann nochmal in die Kommentare schreiben, dann könnte ich dich auch mit Vornamen anreden. Auf jeden Fall wird es dann nochmal einen Test geben. Ich wollte das zwar nicht machen, weil ich habe mir gedacht, nur eben eine Kapsel anlöten und fragen, wie klappt das jetzt, ist das besser? Und die sagen dann, ja, ist besser und dann, ja, mehr ist ja eigentlich gar nicht. Da bräuchte man eigentlich keinen Videotest zu machen. Aber Germany DX, ja, hat mich darum gebeten, dass ich auf jeden Fall nochmal ein Testvideo dann mache. Ja, und dann kann ich natürlich nicht widerstehen, ne? Genau, ich gehe natürlich immer auf die Zuschauer ein, wie ich früher schon bei dem Radio auf die Hörer eingegangen bin. Ja, ich will also an dem Abend oder an dem Tag, wenn ich das mache, sofern meine Gegenstation Zeit hat, werde ich eine von diesen Kapseln ausprobieren und dann eine von diesen Kapseln ausprobieren. Plus die Kapsel, die ich ja schon verbaut habe, ne? Und unter diesen 3 Kapseln werden wir dann feststellen, welche die beste ist. Ja, also der Germany DX meint ja, das wäre hier die beste Kapsel, die er, ja, die auf dem Markt ist. Ich bin mal gespannt. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich habe gedacht, ich mache dann mal eben, wo die Kapseln heute angekommen sind, schon mal, ja, eine kleine Mini-Info, dass demnächst also noch mal so ein Video kommen wird, ne? Und ja, also so Technikvideos oder alles, was jetzt außer QSL-Karten anfällt, finde ich eh gut, damit nicht nur QSL-Karten kommen. Ja, deswegen habe ich immer gedacht, ich komme, ich hau 2 QSL-Karten raus und dann wieder ein normales Video über Funk, dann wieder 2 QSL-Karten und wieder ein Video mit Technikrahmen oder sonst was, weil. Also ich habe hier schon auch die Videos vorproduziert. Ich habe also jetzt erstmal bis zum 20.12. Platz. Ja. Das Video hier kommt heute noch, also heute den 13.12. kommt das noch online, damit ihr schon mal im Vorfeld wisst, was auf euch zukommt. Ja, gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich bedanke mich für die Abos, die ihr gemacht habt bis jetzt, für die Likes und auch für Kommentare. Kommentare, ja, bei den QSL-Karten hat kaum einer geschrieben. Scheint doch nicht so interessant zu sein, glaube ich. Okay, ist nicht schlimm, ich will euch ja auch nicht dazu zwingen. Ich bin zufrieden, so wie es ist. So, ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.